Um eines vorab klarzumachen, ich gönne jedem mit Long-Positionen maximalen Erfolg. Wer Aktien hat, soll damit glücklich werden. Wenn die im Preis steigen, dann ist das eine gute Sache auch für die Aktienkultur, die in Deutschland ja sowieso unterentwickelt ist. Aber wenn wir uns die Frage stellen, ob die heutige Rallye nachhaltig ist, dann sollten wir vielleicht Realismus einkehren lassen und dann kommen wir vielleicht zu der Einschätzung, dass es ein relativ kurzes Glück sein wird, dass die Bullen da genießen. Was ist der Grund der Rallye? Nun, natürlich der teilweise Abzug der russischen Truppen von der ukrainischen Grenze. Jetzt sagt man, oh, die Kriegsgefahr ist gebannt und das hat diese Erleichterungsrallye eben hervorgerufen. Aber wie nachhaltig ist diese Rallye? Das ist eben die Frage und die Antwort ist wahrscheinlich nicht sehr nachhaltig und das aus mehreren Gründen. Der erste Grund ist der, dass die ganze Geschichte nur temporär sich entspannt. Die Russen haben die Truppen zurückgezogen. Hier sehen wir einige Headlines hier zu dieser Geschichte. Ukraine und der Westen haben gesagt, seht ihr, wir haben es geschafft, die Russen von einer Invasion hier abzuhalten, aber wir werden auch gleich sehen, dass das wohl nicht das letzte Wort ist. Auf der anderen Seite machen die Russen gerade Dinge, die dem Westen schon gewaltig auf die Nerven gehen, was aber die Aktienmärkte noch nicht so richtig wahrgenommen haben, um es mal so zu formulieren. Und auf der anderen Seite, und das ist noch wichtiger, dieser Ukraine-Konflikt war nicht das Wichtigste für die Märkte. Das Allerwichtigste für die Märkte ist immer Liquidität. Und das bedeutet, dass das Thema Inflation und Fed das Allerwichtigste ist. Und da hat sich heute nichts dran geändert. Im Gegenteil, da sind die Perspektiven schlechter geworden für die Aktienmärkte, vor allem für Tech-Werte im Nasdaq. Und warum das so ist, will ich Ihnen im folgenden Video zeigen. Also hier zunächst mal ein paar Headlines, wo Russland sagt, also wir haben unsere Truppen zurückgezogen. Aber jetzt achten Sie mal auf die Meldung, die russische Duma votes to ask Putin to recognize Ukraine Separatists. Also die Duma, das russische Parlament, soll also die russischen Separatisten anerkennen, was faktisch darauf hinauslaufen würde, dass große Teile des Donbass nicht mehr zur Ukraine gehören würden. Und das wäre natürlich ein Riesending, gerade auch für den Westen. Damit wäre alles umsonst, was wir heute an Erleichterung haben. Dann hat Putin auch gesagt, Russland ist ein verlässlicher Energielieferant. Auch das hat für Erleichterung gesorgt. Hier sehen wir mal diese Aussage, als Putin ihm sagte, ja, die Versorgung Europas mit Gas hat für uns absolute Priorität und Deutschland und so weiter. Dann sehen wir, der Gaspreis ist um 10% gefallen. Alles schick. Wird der Gaspreis jetzt abstürzen? Wahrscheinlich mittelfristig nicht, sondern weiter sogar möglicherweise steigen. Dieses Ding ist jetzt nur abgekühlt. Wir waren überkauft in den Energiemärkten. Wir hatten gestern etwa gesehen, dass der Ölpreis zwar 2% gestiegen ist, aber die Energieaktien schon 2% gefallen waren. Da hat sich was angekündigt, da ist eine gewisse Überhitzung gewesen. Der Energiesektor ist ja der mit Abstand am best laufende in diesem Jahr. Und natürlich gibt es Anhaltspunkte auch oder Trostpflaster für die Bullen nach dieser Rallye heute, dass, wie zum Beispiel Nomura sagt, ja, also wir haben ja am Freitag den kleinen Verfall und dieser Optionsmarkt, der wird ja immer wichtiger, immer dominanter an den Märkten. Und jetzt sind natürlich viele short positioniert, short abgesichert mit Puts zum Beispiel, andere Market Maker, die sind eben auch abgesichert auf der Unterseite, die haben sich praktisch gehedged und dementsprechend, je weiter es nach oben geht, gerade in den Verfall hinein am Freitag, umso mehr könnte da eine Art Melt-up passieren, aber es muss dazu auch nach oben gehen, also es muss diese Rallye sich fortsetzen und bisher zumindest sehen wir, dass jetzt da schon mal erst eine Pause eingetreten ist, zumindest als ich jetzt begann hier das Video hier zu machen. Aber das ist natürlich ein Punkt, diese Optionsgeschichte, die am Freitag da nochmal durchaus ein Treiber sein kann. Aber jetzt eben diese Meldung. Russland, und das war nach der Meldung des teilweise Truppenabzugs, hat hier der ukrainischen Regierung, und zwar dem Verteidigungsministerium, vorgeworfen, dass es organisierte Terroranschläge gegeben hätte auf eben, Moskau-freundliche Donbass-Truppen, ostukrainische, die also die Moskau nahe stehen. Und Putin spricht hier sogar von einem Genozid, der im Donbass passieren würde.
Harter Tobak, also hier sehen wir, da ist nicht so wirklich die ganz große Entspannung der Fall. Und die Anerkennung durch die Duma dieser ostukrainischen Separatisten wurde jetzt schon scharf kritisiert von der EU, denn das bedeutet nichts anderes als den Bruch des Minsker Abkommens. Und wenn das Ganze so kommt, dass die Duma dann das bestätigt und Putin das bestätigt, ja, wir erkennen die an, damit ist es faktisch die Anerkennung einer international nicht anerkannten Regierung in der Ostukraine, die Moskau freundlich ist. Das wiederum würde alles wieder zunichte machen, was bisher jetzt kurzfristig erreicht zu sein scheint. Also wir sehen, das ist wahrscheinlich immer so eine Geschichte mit solchen geopolitischen Konflikten. Eskalation, Entspannung, neue Eskalation. Dementsprechend wird es eben auch auf diesem Sektor Rückschläge geben. Aber ich sagte vorhin, das Wichtigste ist eben dieses Thema Inflation und Fed, weil es die Liquidität und damit gewissermaßen den Blutkreislauf der Märkte betrifft. Wir haben heute gesehen, die Erzeugerpreise deutlich über der Erwartung, 1,0% zum Vormonat gestiegen. Das ist ein richtig guter Schluck aus der Schnapspulle und 9,7% zum Vorjahresmonat. Dabei wurde jetzt der Anstieg zum Vormonat nochmal um 0,2% nach oben revidiert. Die Vormonatszahl im Vergleich zum Vorjahr wurde auch nochmal nach oben revidiert. Nach meiner Auffassung stimmt diese Mathematik, kann gar nicht stimmen. Eigentlich müsste die Zahl höher sein, aber ich war in Mathe nie so besonders gut, meine Damen und Herren. Deswegen habe ich viel mit Zahlen zu tun. Nicht wahr? Also das ist auf jeden Fall so, dass natürlich damit die Kosten für die amerikanischen Unternehmen gestiegen sind. Und da die normalerweise nicht als Samariter fungieren, dürfte es eben natürlich so sein, dass sie diese Kosten weitergeben. Und wie stark dieses Problem mit der Inflation eben in der Politik der USA schon verankert ist, das sehen wir, dass der Oppositionsführer McConnell eben sich heute mit Powell treffen wird, dem Fed-Chef, und über die Inflation sprechen möchte. Hier sehen wir mal, warum dieses Thema Inflation nicht so schnell abebben wird. Wie Liz Ensonders hier zeigt, es sind 90% aller Komponenten über 2% gestiegen zum Vorjahresmonat. Und es sind nicht einzelne Sektoren, was die Fed ja lange Zeit behauptet hat, ja, es sind so einzelne Sektoren, so wie Gebrauchtwagen und so, deswegen transitory. Nein, es ist auf breitester Front, was da passiert. Dementsprechend dürfte das auch nicht ganz schnell abebben, weil dann eben diese Komponenten, die nach oben schießen, irgendwann wieder nach unten gehen. Und was wir hier auch sehen, wir hatten heute etwa den New York Empire State Index, da waren die Prices Received, also die Preise, die die Unternehmen aufrufen konnten und auch erhalten haben, sind 17 Punkte gestiegen auf ein neues Allzeithoch. Also wir sehen, da ist nach wie vor der massive Druck da. Unten sehen wir den Cass Freight Index, wie die Raten bzw. die da bezahlt werden. Neues Allzeithoch jetzt im Februar, auch hier keinerlei Entspannung. Auch das sind Kosten für die Unternehmen, die sie dann eben schlichtweg weitergeben müssen. Und heute war Thomas Hennig, einer der besten Figuren, die die Fed in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht hat, bei CNBC, und hat gesagt, also die Fed weiß, dass sie weit, weit hinter der Kurve ist. Jetzt muss sie aber auch dann Kurs halten, nämlich mit der Straffung der Geldpolitik, auch wenn es mal schwierig wird. Etwa, weil die Arbeitslosigkeit ein bisschen ansteigt, etwa, weil die Märkte ein bisschen rumjammern, dann musst du das durchziehen, sagt Hönig. Er ist gespannt, ob das wirklich passiert. Die Citigroup jedenfalls sagt, also dieser Erzeugerpreisindex, der heute mal deutlich wieder über der Erwartung gewesen ist, zeigte, dass eben die Inflation nicht so schnell irgendwie abebben wird und dass die Fed deswegen gar nicht anders kann, als darauf aggressiv zu reagieren. Deswegen erwartet Citi einen 50-Basispunkte-Schritt jetzt schon im März, wenn die Fed nicht sogar vielleicht vorher schon die Zinsen anhebt, aber im März vielleicht eine 0,5% Anhebung dann machen wird. Also der Druck ist da, der Druck geht nicht weg, der Druck bleibt, dementsprechend geht auch der Druck von der Fed nicht weg. Und der Grund, warum die Aktienmärkte in Schwierigkeiten sind, war ja nicht der Ukraine-Konflikt, das kam dann als Sahnehäubchen noch oben drauf, sondern das war eben dieser monetäre Klimawandel. Und das haben jetzt auch die großen Geldmanager begriffen, etwa die von der Bank of America befragt, und das sind absolute Dickfische. Hier sagen fast jetzt 90%, dass praktisch dieser
Veränderte Geldpolitik das größte Risiko für die Märkte sei. Vor kurzem war es noch sehr, sehr wenig. Jetzt sehen wir, die haben es kapiert, die wissen, was Sache ist. Die wissen, dass die Fed jetzt nicht mehr anders kann, als eben umzusteuern und damit faktisch Liquidität zu entziehen den Märkten. Erst eben durch Einstellung zunächst mal des Quantitative Easing, also keine neue Liquidität herbeiführen. Dann Zinsanhebungen, dann Bilanzreduzierung. Das ist der Ablauf, der dann kommen wird. Dennoch erwarten eben diese Geldmärkte, Manager von der Bank of America befragten also, dass die Inflation global gesehen zurückgehen wird, eben auch durch die Aktionen der Notenbanken wie der Fed. Und es erwarten auch nur 30% der befragten Investoren, dass wir vor einem Bärenmarkt stehen in diesem Jahr. Und auch das ist interessant, also man ist jetzt nicht so wirklich völlig bärisch für die Märkte. Gleichwohl geht man raus aus dem Tech-Sektor. Die Allokation in dem Tech-Sektor ist so gering wie 2006 nicht mehr. Das führt natürlich dazu, dass heute etwa der Nasdaq deutlich stärker steigen kann als andere Indizes, eben weil die Investoren relativ in Anführungszeichen wenig Tech haben. Dennoch ist Tech immer noch der most crowded Trade, also praktisch der Trade, der am meisten oder da, wo die Asset Allocation immer noch am stärksten ist. Also das muss man natürlich alles in Relation sehen, aber da sind schon einige rausgegangen aus Tech, weil sie sich sagen, eine Straffung der Geldpolitik, die Liquidität entzieht, die trifft vor allem dann bestimmte Tech-Unternehmen, weniger vielleicht diese ganz großen Titanen wie Apple, Google, aber ebenso diese Hoffnungswerte, die sind davon besonders betroffen. Und wir sehen, man bringt Cash auf die Seite. Cash is King, wie Thomas Kellam hier sagt. 5,3% jetzt das Cash-Level, das ist das höchste Cash-Niveau seit dem Mai 2020. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht ist das ein Kontraindikator. Klar, das kann durchaus sein. Und wie gesagt, vor allem im kurzen Zeitfenster bis Freitag ist da vielleicht was drin. Aber das große Problem ist eben, das übergeordnete Thema ist nicht Ukraine. Aber auch da wird sich die Situation wieder sehr wahrscheinlich zwischenzeitlich zumindest wieder verschlechtern, sondern das ist das Thema Inflation, Fed und Entzug von Liquidität. Das ist das, was richtig wehtut. Und wehtut den Unternehmen eben auch das, was sie jetzt derzeit erleben mit diesen gestiegenen Kosten. Hier sehen wir mal die Berichtssaison, die ja angeblich so schön war. Und sie war durchaus ganz gut, was die Vergangenheit betrifft, nämlich die Meldung der vergangenen Zahlen. Aber was die Unternehmen über die Zukunft gesagt haben, das war etwas weniger schön, denn das ist ja die sogenannte Guidance. Wie erwartet man, dass es weitergeht? Und es haben fast 70% haben ihre Prognose gesenkt und praktisch kaum ein Unternehmen, nämlich weniger als 10%, haben die Guidance angehoben. Also man wird immer pessimistischer für die Zukunft, weil man davon ausgeht, oh, die Wirtschaft, die wird ein bisschen sich abschwächen, auch durch mangelnden Stimulus, durch die Drehung der Geldpolitik durch die Fed. Und auf der anderen Seite eben die Kosten so hoch sind, die man irgendwie weitergeben muss. Wenn das nicht gelingt, dann frisst das direkt in die Marge. Hier sehen wir mal, dass die Company Managers, also das sind wirklich die Leute, die diese Firmen leiten, jetzt so negativ sind für den weiteren Ausblick, wie seit vielen Jahren nicht mehr. Das zeigt hier diese Grafik, also im Grunde seit der Finanzkrise nicht mehr. Und das ist natürlich schon ein ziemlicher Hammer. Also denen schwant etwas Böses. Das könnte natürlich bedeuten, dass die Unternehmen deshalb pessimistischer werden, weil sie sehen, es wird schwieriger und dementsprechend auch weniger Geld verdienen, dementsprechend dann auch die Unternehmenszahlen schlechter werden. Und auch das wird ja von den Aktienmärkten bepreist, neben der Liquidität durch die Fed. Hier sehen wir Lance Roberts, dessen 3 Minutes on Markets and Money ich eben empfehle, macht er täglich praktisch ein Video, der hier zeigt, dass etwa der Nasdaq natürlich überverkauft war. Jetzt sehen wir hier so eine Erleichterungsrallye. Wir haben den 20-Tages-Durchschnitt jetzt durchbrochen, könnten noch den 50-Tages-Durchschnitt erreichen, aber dennoch bleiben wir in diesem Abwärtstrendkanal. Und da ist eben nach meiner Auffassung nicht sehr wahrscheinlich, dass wir da mal so eben drüber rausspritzen, es sei denn, wir sehen irgendwie den totalen Gamechanger, dass die Fed sagt, nee, vergesst alles, was wir vorher gesagt haben. Aber das ist wohl schlicht unmöglich, wenn eben die Inflation so hoch ist. Und das gilt übrigens auch, nämlich dieses schwierigere Umfeld für die Kryptowährungen. Hier sehen wir mal die Financial Conditions.
Das ist von Aktienkursen über Anleiherenditen, über Mortgage Rates, also praktisch Hypothekenkredite, was das an Zinsen kostet. Hier sehen wir, dass die Financial Conditions sich schon deutlich gestrafft haben und die Kryptos, etwa wie Bitcoin, die sind ziemlich genau so gelaufen wie eben diese Financial Conditions. Je laxer, umso besser für Bitcoin und Co. Je weniger lax, umso schlechter für Bitcoin und Co. Also das trifft dann eben auch solche Geschichten wie Kryptos. Und wenn wir übergeordnet jetzt nochmal einen kurzen Blick nach Europa werfen, dann sehen wir hier etwa die Situation, dass ja diese Inflation, die wir jetzt in den Verbraucherpreisen sehen, ja schon lange da ist. Wir haben ja schon lange massiv steigende Preise und auf der anderen Seite eben für Gold zum Beispiel, wir sehen, dass der Euro jetzt seit 1999 85% abgewertet hat gegen Gold. Auch das ist ja eine Form von Entwertung, von einer Art Inflation. Also ich muss immer mehr Euros aufbringen, etwa um Gold zu kaufen. Und wie ruinös diese ganze Geschichte ist, das sehen wir vor allem bei den Vermögenspreisen wie Immobilien. Da sind die Preise gestiegen, gestiegen, gestiegen. Das kann sich keiner mehr leisten, im Prinzip nur die wenigsten. Man muss immer mehr Schulden aufnehmen, um das überhaupt noch finanzieren zu können. Das erhöht die Hebelung, erhöht das Risiko. Dadurch wird alles verschuldeter und letztendlich in einer Spirale, die dann besonders schmerzhaft wird, wenn eben plötzlich dieser monetäre Klimawandel da ist und die Märkte eben umsteuern. Warum die Fed umgesteuert hat, meine Damen und Herren, das erklärt dieser Artikel. Inflation, monetärer Klimawandel und die Fed über Paradigmenwechsel. Was ist da passiert? Warum hat die Fed plötzlich gesagt, Inflation ist doch nicht transitory? Wenn Sie wissen wollen, was die Welt hier im Innersten zusammenhält, dann würde ich Ihnen wärmstens diesen Artikel empfehlen. Der zeigt eine extrem interessante, so noch nicht gesehene Perspektive über das, was da eigentlich vor sich geht. Werde ich unter dem Video verlinken und wünsche jetzt das Allerbeste, einen schönen Feierabend. Ich sage Servus und Ciao.